eine Stufe tiefer gehen. Willkommen bei Fahrradio, deinem Urlaubs- und Reisepodcast mit den besten Berichten und den schönsten Impressionen aus den Ländern Europas. Mein Name ist Hans. Und meiner Thomas. Wir waren für dich unterwegs und haben zwei fantastische Urlaubsländer besucht. So, und jetzt ist aber Schluss. Genug gekuschelt. Pass auf, wir machen noch eine Einführung. Und die im normalen Stil. Und wir haben sogar ein Testimonial, das für uns spricht. Fahr die Bandmaschine ab, Thomas. Okay. What's up? My name is Nicholas from Butchers and Bicycles and you're listening to Fahrradio. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für Urlaubsheimkehrer. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. So, jetzt aber los. Und wie das in so einem richtigen Feuilleton üblich ist, zum Feuilleton gehört natürlich Kaffee. Mhm. Ich war in Kopenhagen. Da wollte ich schon lange hin und glücklicherweise auch meine Familie. Das traf sich gut, weil die Familie mag Städte, ich mag Städte und Kopenhagen als weltbekannte Fahrradstadt. Dachte ich mir, muss ich doch mal angucken. Vorab allerdings habe ich festgestellt, dass dort viel Kaffee getrunken wird in Kopenhagen. Wie hast du das vorab festgestellt? In deiner Reiserecherche? Nein, in der Reiserecherche auch, ja. Über Skandinavien an sich und dann auch dort vor Ort, dass überall Kaffee gibt und so und das kommt mir entgegen. Ich mag ja gern Kaffee. Bier gibt's auch dort sehr viel, habe ich auf der Stadtrundfahrt gelernt, dass die Dänen begeisterte Bierbrauer sind und es irgendwie 200 Brauereien gibt. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es ist schon, und auch Microbreweries, wo jetzt, guck mal, ich habe jetzt da keine große Recherche angestellt, gebe ich zu. Ich bin dem klassischen Carlsberg Classic treu geblieben, das ein sehr leckeres Bier ist. Und früher hatte ich immer gedacht, irgendwie, dass Skandinavien so teuer wäre mit Bier und so und Alkohol. Weiß nicht, ob das noch stimmt oder ob das für andere Länder gibt. Ganz normale Preise. Gibt's da wie in Schweden extra Läden für Alkohol? Ich habe im Laden keinen gekauft, ne? Ich habe das nur in der Kneipe getrunken. Und da war es billig. Also Preise wie hier. Ja. Weil außer dass es halt viel, viel mehr ist, weil es ja Kronen sind, also mal 8 dann. Ah, okay. Sehr, aber es ist kein Problem und mir wurde auch geraten, nie auf die Umrechnungstaste zu drücken beim elektronischen Zahlen, sondern immer in Kronen zu zahlen, weil sonst eine Gebühr draufkommt. Und also manche Geräte sagen dann, möchtest du in Kronen oder in Euro zahlen? Aha. Und mir ist das ja scheißegal, ne? Ja, das habe ich mal am Geldautomaten erlebt und da war ich sehr irritiert und da hab da tatsächlich auch sowas gehört, dass man es irgendwie nicht umrechnen soll oder so. Es ist irgendwie, jemand verdient da nochmal Geld. Okay, also. Und ja, genau, also mit dem Kaffee, ich habe vor ganz vielen Jahren, ich weiß nicht, wie lange ich dieses Buch schon habe, über Michael Pedersen, den Erfinder des Pedersen-Rades, unter anderem, der Milchzentrifuge und was weiß ich, was alles erfunden hat und Gangschaltung und alles. Und in dem Buch stand, dass es im ganzen Haus immer nach Kaffee gerochen hat bei ihm. Mhm. Und da muss ich dann natürlich unweigerlich an Fahrräder denken, bei Kaffee und Fahrrad liegt dann ja, so nah, ja.
aber die Rennradfahris unter den Hörern, unter den Hörers, die werden uns da sicher zustimmen. Na, die haben ja ihre ultraleichten Espresso-Maschinchen dabei. Nein, die Rennrad ins Trikot passen. Rennradfahris, die haben natürlich ihr Kaffee, die planen die Route so, dass ein Kaffee am Weg liegt, ne? Mm. Und da klackern sie dann mit ihren Schuhen rein, klack, klack, klack. So. Ja, also in Dänemark wird viel Kaffee getrunken. Platz 3 wohl weltweit. Mhm. 7 Kilo pro Person. Wer ist denn Platz 1? Finnland. Aha. Ah, die brauchen das auch, ne? Finnland, die haben auch, der jetzt ist wohl stark im Trend hellgerösteter Kaffee, den machen die schon immer, weil es schneller geht und billiger ist. Und also, anyway, 7 Kilo, wir sind mit 4,8 Kilo als Deutsche auch nicht so schlecht, Platz 10 wohl. Aber ich muss da aufpassen, dass ich nicht zu sehr abschweife irgendwohin und auch von wegen welche Kaffeesorten und sonst was. Das interessiert einfach eigentlich gar nicht. Dänemark ist ja kein so ein großes Land, 5 Millionen Einwohner circa, wenn ich mich nicht täusche, muss ich gestehen, habe ich gar nicht so richtig recherchiert. Ich habe nur gelesen, dass Kopenhagen, also irgendwo in einem Reiseführer, glaube ich, oder Wikipedia stand 680.000 Einwohner. Bei der Stadtrundfahrt im Hop-on, Hop-off-Bus hat er was von 1,2 Millionen Einwohnern erzählt. Ob da jetzt die Agglomeration mitgezählt wird, Eingemeindung, und sind ja alles irgendwie Inseln, die da so zusammen sind. Ja. Das weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr großer Teil dieses Landes wohnt in Kopenhagen und oder Umgebung. Und da ich ja eine Geografie-Schwäche habe, sind mir so manche Sachen nicht bekannt. Und ich war noch nie auf dem berühmten Roskilde-Festival zum Beispiel, Musikfestival. Mir war gar nicht klar, dass das da gleich um die Ecke ist, dass man da wieder S-Bahn hinfahren kann. Oder so. Bei Roskilde fällt mir ein, dass der Michael Pedersen dort seine Ausbildung zum Schmied gemacht hat. Aha, okay. Zu den Inseln nochmal. Wer noch nicht in Kopenhagen war und mal die Chance hat, soll dort unbedingt hingehen, weil es ist wirklich schön. Der Inselstatus hat den Vorteil, dass durch die Stadt Meerwasser läuft. Und die in Kopenhagen, wie viele wissen, hat man sich schon vor, ich glaube, vor 30 Jahren oder sowas angefangen, sich ein bisschen Mühe zu machen, die Stadt menschenfreundlich zu gestalten. Mhm. Und zu dieser Menschenfreundlichkeit gehört's auch, dass man den Zugang zum Wasser hat, nahezu von überall. Und das ist so cool. Du läufst da entlang, da sind überall so Holzstege, also wie im Schwimmbad, also so richtig schöne Holzstege, und Toiletten sind da und teilweise sind dann so abgegrenzt Schwimmbereiche, weil es fahren ja auch Motorboote und so, und der Hafenbus, so nennt sich das Wassertaxi, nicht Wassertaxi, sondern ja, das ist ein gelbes, großes Boot, da passen ein Haufen Leute rein und ein paar Fahrräder drauf und Rollstühle, und der fährt den ganzen Tag entlang mal ein paar Haltestellen, und da steigt man einfach ein in den Bus quasi und fährt ein paar Stationen weiter. Aus aktuellem Anlass, wie ist denn die Wasserqualität? Schmeckt salzig. Möglicherweise hat mehr... Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nichts geschluckt, aber beim Schwimmen schmeckt man ja Wasser. Es geht ja an die Lippen und so. Und es ist trüb. Also man kann da nicht tief gucken.
Und der aktuelle Anlass, weiß ich, was du meinst mit den Olympischen Spielen in Paris. Ja. Aber ich weiß es nicht, ob Meerwasser, ob diese Insellage, ob das besser durchströmt wird. Keine Ahnung. Also du hast auf der Rundfahrt haben die nichts dazu gesagt. Nee. Weil man kann ja die Leute nicht einfach ins Wasser lassen, wenn das dreckig ist, ne? Also von daher scheint es ja so zu sein, dass es sauber genug ist dazu, ne? Ja, also ich habe vom Wasser, von der Wasserqualität nichts gehört oder gelesen. Und was jetzt die Sicherheit angeht, es gibt, wie ich ja gesagt habe, der Zugang ist frei. Es gibt abgegrenzte Bereiche zum Schwimmen. Aha. Und es gibt auch so in einem Bereich, wo ich mal war, also weil das war 3 Minuten vom Hotel zu Fuß, da konnte ich morgens in Badehose runterlaufen. und da waren viele Leute, die danach ins Büro gegangen sind, weil zum Teil habe ich Gespräche mithören müssen, wenn ich da dort saß, und dann haben sie erzählt, na, bleibst heute zu Hause. Also englischsprachige Expats, keine Ahnung, was das alles für Leute sind, ja, die dort arbeiten an der Waterfront. Und diese Bereiche, also da weiß nicht, ob ich es gerade erzählt habe, da gibt es auch so kleine Pools drin für Kinder. Ah, okay. Wo man eben nicht so tief untergehen kann. Aber da gibt es keinen Schwimmmeister. Mhm. Auf der anderen Seite, da gab es einen Bereich, der möglicherweise bewacht ist, weil da gab es ein großes Holzschiff, wo man runterspringen konnte. Mhm. Also so Saltos. Und was auch cool war, die haben als öffentlichen Spaß Kanupolo für alle. Mhm. Und Kanupolo ist ja an sich ein Sport, der nicht uninteressant ist, aber schon ziemlich randsportig, außer dass er bei den, wie hieß das, die bei den Finals mitgemacht hat, die da mal liefen? Ja. Finals, glaube ich, ja, wo verschiedene in Anführungsstrichen Randsportarten oder halt weniger medial beachtete Sportarten, ja, ihre Meisterschaften zusammengelegt haben, was ich im Übrigen für eine tolle Idee halte. Und das war spitze, ja, fand ich auch gut. Dass weitergemacht werden sollte. Ja, ja. Und Kanupolo oder Kajakpolo, wie auch immer man es dann nennt, ist halt so als Sport zum Betreiben. Ja, da braucht man ein spezielles Boot und man braucht einen ordentlichen Helm mit so einem Schutz und allem drum und dran. Und die haben das da relativ nonchalant gemacht, einfach Sit-on-Tops, Paddel, die nicht so wehtun, und ein größerer, weicher Ball. Ah, ja. Und ohne Helm und alles. Und da zahlt man irgendwie paar Kronen und kann da als Mannschaft spielen. Also es ist schön eigentlich. So einfach so zum Spaß. Das fand ich ganz gut. So wie wenn man sich im Park trifft zum Fußballspielen oder so. So ein bisschen, ja. Ja. Also eben nicht ernsthaft, aber korrekte Tore, die da im Wasser stehen. Und ja, okay, wenn man sich mit dem Paddel auf den Kopf haut, dann tut es natürlich auch weh, aber nicht so sehr, wie wenn man das ernsthaft sportlich macht. Und so Sit-on-Tops, die sind auch, ja, die sind sowieso weich, also wenn man da jemand reinfährt, dann. Kriegst du da eine Schwimmweste? Oder musst du eine tragen? Ich glaube schon, weil ich habe mir zum Beispiel einen Seekajak geliehen. Und auch bei den die bieten auch so Stadtrundfahrten an mit, ja, Kajaks, weil irgendwelche Könige haben auch mal schwedische Kriegsgefangene Kanäle buddeln lassen, damit sie in der Stadt einen Hafen haben. Kann man machen, also was sollen die sonst machen? Also fangen wir mal ein paar Schweden. Und die buddeln uns Kanäle rein. Da sieht's dann teilweise, also Holländer haben dann Häuser drumrum gebaut. Aha. Da sieht's dann ein bisschen aus wie in Amsterdam. Ah, ja. Und ist aber Meerwasser im Gegensatz zu Amsterdam. Okay. Und es läuft halt da alles durch. Und da bin ich auch entlang gefahren. Da gibt's da, hat mir der gesagt, und da kriegt eigentlich jeder eine Schwimmweste. Und beim Kanupolo ist auch so, dass du eine Schwimmweste kriegst.
Weil das ist besser, weil das ist einfach, da ist ein Loch, das ersäufst halt sonst. Ne? Wenn irgendwas passiert und keine Ahnung, das ist ja auch für Firmenveranstaltungen soll das sein und keine Ahnung. Und die nennen das dort nicht Bachelor, sondern wie heißt es irgendwie? Egal, also vielleicht schon so Junggesellenkram. Die machen ja dann sowas auch, meine Oh. Also, hilft ja nix. Da kommt natürlich, da kommen noch mehrere Faktoren dazu, ne? Möglicherweise ist da der Hauptsponsor Carlsberg. Ja, aber das ist ja nett. Und also das mit den Schwimmwesten, ich halte es auch für, also ich finde das auch richtig und es muss ja auch gemacht werden, weil du kannst ja, du weißt ja nicht, was passiert, ne? Irgendjemand hat ein gesundheitliches Ereignis, wie es dann manchmal heißt, oder du kriegst so einen Paddel auf den Kopf oder und das schützt ja dich quasi, wenn du den Sport machst und die müssen natürlich auch, die haben ja auch eine Versicherung, ne? Und die will das ja auch, ne? Ja, nee, das kann man nicht machen. Und da sind ja Leute da, die sich dann mal auf so ein Bootchen hocken, die vielleicht noch nie gepaddelt sind. Ja. Und dann werden die runtergeschmissen von ihrem Boot und sind im Wasser, wissen nicht, wo oben und unten ist. Dann schluckst du irgendwie ein bisschen doof. Also es ist ja auch, ja, das ist so unwägbar und eine Schwimmweste kostet nicht viel, sieht gut aus. Wenn jeder eine hat, ist in Ordnung. Aber ja. Helme nicht, aber Schwimmwesten schon. Ja. Die waren cool. Auch ordentlich zugezogen, das habe ich gesehen. Also die passen auf, dass sie richtig zugezogen ist, sodass du nicht rausschlupft aus dem Ding. In einem Schwimmbecken habe ich einen kleinen Jungen gesehen, der hatte eine Haiflosse. Die finde ich ja auch süß, habe ich ganz vergessen. Kennst du diese Schwimmhilfen? Wie eine Haiflosse aussieht. Die bindet man sich um den Bauch, oder was? Ja, ja. Ah, ja. Ich weiß nicht, wie das war cool. Naja, ich bin ja jetzt, glaube ich, ein bisschen abgeschwuffen, oder? Ja, ja, wir sind noch auf dem Wasser, ja. Ja, aber jetzt geht's an Land. Nämlich, neben dem, dass die Menschenfreundlichkeit dadurch dokumentiert ist, dass man kostenfrei ans Wasser kann und kostenfrei pinkeln, zum Beispiel auch, weil da kann man auch ins Wasser mal schwimmen. Aber nicht verraten. Naja, weil wenn man jetzt zum Beispiel einfach dahin geht zum Rumhängen oder weil dann machen ja, sobald die Sonne auf will, sobald es irgendwie ein bisschen wärmer ist, hat uns auch eine Mitfahrerin im Zug nach Kopenhagen erzählt, die seit 12 Jahren dort lebt. Sobald es ein bisschen wärmer ist, gehen die Kopenhagener sofort raus in die Sonne und hocken sich überall hin. Okay. Und lesen, plaudern, trinken, was auch immer. Und wenn man jetzt eben nicht unbedingt ins Wasser will, dann geht man halt auf eine öffentliche Toilette. Und trinken kann man ja auch viel. Ich weiß nicht, wie die Alkoholregeln sind, weil es fahren wirklich sehr, sehr viele Menschen dort Fahrrad. Mhm. Und wir waren unser Hotel war an einer ziemlich großen Straße. Also es gibt auch noch verblüffend viele Autos dort. Du kennst Amsterdam, oder? Ja. Amsterdam ist ja kuschelig. Irgendwie. Ja. Also so im Innenbereich halt. Ja, ne? Ja, ja. Also da, das ist so ein bisschen, diese Waterfront ist nicht weit weg. Also man läuft da zum die Innenbereiche und diese Büro, Hotel und sonst wie Bereich ist fußläufig erreichbar, aber bei uns nebendran ist das dänische Designmuseum, das dänische Architekturmuseum und an dieser Waterfront sind sowieso lauter Museen und die Oper und Theater. Und durch dieses dänische Designmuseum unten durch fahren täglich 25.000 Autos und das merkt man auch. Also da ist richtig viel Verkehr. Aber nebendran ist auch richtig viel Fahrradverkehr. Also der Verkehr, der läuft. Ne? Jetzt wenn die FDP sagt, wir müssen das alles autonom machen und so und da können die dann in die Lücken fahren und sonst wie, wird alles abstandsmäßig optimiert. Also möglicherweise, ich habe keinen Stau gesehen, außer irgendwie mitten in der Stadt, aber
wo es halt einfach zu eng ist und dann dieser dicke, dicke Bus dann auch noch durchrumpelt mit den Touristen, wo ich drauf saß. okay, also auf jeden Fall, es gibt halt viele Autos, aber die Fahrradwege sind wirklich, bis auf die kleineren Straßen, da geht's halt nicht, aber die Fahrradwege sind konsequent abgetrennt von der Fahrbahn und sehr breit. Eher mal Kompromiss bei Fußgängerwegen, dass die mal ein bisschen enger sind dann, damit der Fahrradweg breit bleiben kann. Und es gibt strenge Regeln. Die Regeln stehen auch in Stadtplänen drin. Wenn so ein Stadtplan, wenn man irgendwo von der Waterfront zum Beispiel oder in ganz normalen Stadtplänen, die du umsonst bekommst, sind die Fahrradfahrregeln erklärt. Ah, das ist hilfreich. Ja, finde ich super, weil zu meiner Freude gibt es ja keine E-Roller dort. Aha. Dafür sehr viele Free-Floating-Fahrräder. Also von Lime und Bolt und wie auch alle sie heißen. Keine Ahnung. Da ist ja Jacke, ist ja Jacke wie Hose, ne? Da habe ich irgendwann mal Donkey Dingsbums, Donkey Republic. Ah ja. Irgendeiner, ich glaube Michael Coville Anderson, der aus Kopenhagen oder der in Kopenhagen wohnt, hat, glaube ich, mal erzählt von der Szene früh an der Ampel, wo sich ein Typ mit seinem E-Roller irgendwie vorgedrängelt hat, also an der Fahrradampel, und einer hat ihn dann angemotzt. Hey du, geh zurück, wo du hingehörst, in den Kindergarten mit deinem Ding. Also wurde nicht ernst genommen. Keine Credibility, diese Dinger. Ne, hat tatsächlich keine gesehen. Also die gibt's nicht, möglicherweise hat die einfach die Stadt auch verboten, das zu machen. Dafür stellen sie halt Fahrräder hin. In Paris ist es ja so, dass ja auch E-Scooter verboten worden sind. Und stattdessen haben halt dann, ich glaube, Lime haben eine Lizenz, ich weiß nicht, wer noch, die haben stattdessen einfach E-Bikes hingestellt. Ne? Ja. Ja, das ist auch okay. Ich habe den Eindruck, dass E-Bikes werden natürlich vielleicht auch irgendwie Quatsch mitgemacht, aber dass der Respekt ein bisschen anders ist. Sie sind auch ein bisschen schwerer, die kannst nicht einfach übers Brückengeländer in den Rhein schmeißen. Ja, wenn die ins Wasser schmeißen, ist ja das eine. Aber dass man sie einfach direkt vorm Eingang zur U-Bahn stehen lässt. Okay, solche Sachen passieren nicht. Habe ich nicht gesehen. Sehe ich auch hier nicht. Aber egal. Die Regeln kennt die jeder. Willst du sie wissen, wie das geht in, das mal so grob? Ja. In Kopenhagen? Also, hier steht's in der Lingua Franca. Always keep right, also immer rechts fahren, außer beim Überholen. Nie auf Fußwegen fahren und auch nicht auf Fußgängerüberwegen. Wenn du, also das Rechtsfahren bedeutet, dass man eben auch ganz langsam rumeiern kann. Das juckt überhaupt niemand, weil die fahren einfach links vorbei. Und es ist klar, da ist auch niemand überrascht oder sowas. Also ich bin jetzt nicht so viel gefahren. Ich war unabhängig von der Familie ein bisschen unterwegs, weil Tipp meinerseits auch touristisch, was ich immer gleich mache, wenn ich irgendwo eine Urlaubsdestination habe, gibt's Konzerte dort. Und weil ich abends dann nach Christiania gefahren bin zu einem Konzert, und da bin ich auch hinter Leuten hergefahren, und die waren halt echt wahnsinnig langsam, ne, weil die ein bisschen hier geguckt haben, geplaudert oder halt am Telefonieren waren oder so. Und dann fährst du halt einfach vorbei. Aber nie auf dem Fahrradweg. Und wenn du stehen bleibst, heb die Hand. Kurz eine Hand anheben, so dass dir niemand hinten reinfährt. Also wie im Peloton quasi. Also so ein bisschen, wie bei Rennradgruppen und so. Ah ja, das ist gut. Das mache ich auch, wenn ich mit Leuten unterwegs bin. Ne? Ja. Ob das wirklich alle machen, habe ich jetzt auch nicht beobachtet. Es ist auf jeden Fall, steht es in den Regeln, und natürlich links Arm raus, links oder rechts. Links abbiegen funktioniert anders, das weißt du vielleicht. Ne? Nee. Also
durch diese Fahrradwege ist es nicht möglich, dass du einfach links abbiegst. Aha. Also so wie bei uns, dass du dir irgendwie durch den Weg, über die Straße in den Weg bahnst, Linksabbiegerspur und sowas, das gibt's nicht. Sondern wenn du fährst geradeaus über die Kreuzung, die ja dann auch rot ist für die anderen, und stellst dich vorne ran an die Ampel. Also du willst nach links, ja, an der Kreuzung, an der klassischen Kreuzung, und dann fährst du da rein auf die Kreuzung und stellst dich an die Ampel der quasi der rechten Seite, die von rechts kommt. Genau, also du überquerst die Straße, bei der du abbiegen willst, und dann bleibst du rechts stehen. Und da sind dann wahrscheinlich auch Aufstellbereiche, ne? Wo teils. Also manchmal stehen sie auch mitten in der Straße oder sowas. Mhm. When turning left in a traffic light, bike through the intersection, stop, then wait for green light before you cross to the left. Also easy, funktioniert auch. Ja. Und ja, und wenn es alle so machen, ne, dann. Also was auch geht, ist walk your bike. Also was auch geht, wenn es dir irgendwie zu kritisch ist oder sowas, dann kannst du auch über den Fußgängerüberweg laufen, aber nicht fahren. Mhm. Und das ist wirklich schön, wenn du, nur ganz kurz, ich habe immer die Tendenz, also keine Ahnung, wenn ich irgendwo entlang laufe auf dem Fußgängerweg, geht's mir immer so, dass ich immer guck, ob irgendjemand kommt mit dem Fahrrad oder mit einem Roller oder sowas. Mhm. Aber da kommt niemand. Außer irgendein doofer deutscher Tourist. Habe auch gesehen, die fahren da ohne Not auf dem Fußweg. Vollkommen klar. Aber sind nicht am Helm zu erkennen, weil die Dänen tragen auch Helme. Also man kann jetzt nicht sagen, Helm auf Deutscher. Nee, die haben ja auch große Kampagnen gemacht für ja, das Helmaufsetzen und so. Genau, ja. Das hat mir mal erzählt, wo sie so Leute umarmt haben, oder? Ja, schon ewig her, ja. Oh, gestern ein tolles T-Shirt gesehen. Da stand drauf, Hug you! fand ich sehr süß. Ja, also, Fahrradfahren, dead easy. Und angenehm, wenn man die Regeln einhält. Und die Regeln werden auch von den Autofahrern und Autofahrerinnen eingehalten, habe ich den Eindruck. Und insofern ist es dort entspannt. Also, naja, das kann ja auch da nicht, gut, wie es außerorts ist, weiß man nicht. Aber außerorts, du bist ja nicht Auto gefahren, ne? Nee. Also, ich habe natürlich jetzt einen eingegrenzten Blick, das ist klar, weil ich nur in der Stadt war. Ja. Und Dänemark ist ja groß, keine Ahnung, wie das dann da außerorts gehandhabt wird. Ich meine, wie es auf Landstraßen ist zum Beispiel oder sowas, ja, ob es da Fahrradwege gibt. Also hier, warte mal gerade, jetzt Kopenhagen selbst hat, wo habe ich jetzt das wieder? Also die haben 386 Kilometer Fahrradwege in Kopenhagen. Wie das dann weitergeht, oder in Aarhus oder Malmö oder sonst wo, oder in Legoland. Ja, Thomas, ich muss dich ein bisschen zur Eile drängen. Gut. Weil ich also ja auch nämlich, noch ein bisschen ja, was zu erzählen habe. Ne? Also genau, nicht wir so haben, viel wir, wie du, aber trotzdem. Ja, wir machen's heute ein bisschen knackig, genau. Was mir aufgefallen ist im Fahrradland Dänemark dort, ist, dass im Gegensatz zu bei uns, was Lastenräder angeht, viel Dreiräder benutzt werden. Klassischerweise Christiania ist Marktführer, würde ich mal sagen, im Straßenbild zumindest. Christiania, der Freistaat, den es ja immer noch gibt, der aber jetzt kein echter Freistaat mehr ist, ja? Sind die, also Marktführer, also du meinst, die sind am häufigsten vertreten, sind da dann auch sehr alte dabei, irgendwie 20, 30 Jahre alte, oder sind die neuer? Na, weil die gibt's ja schon ewig und deshalb kann es ja nicht sein, dass sich die 1972 habe ich gelesen. Dass sich die so aufgebaut haben, ne? Also es kann natürlich, da ist jetzt nicht so viel dran, was kaputt gehen kann an so einem Ding,
und die werden vielleicht auch wieder aufgehübscht, kriegen mal eine neue Kiste. Kann ich tatsächlich nicht sagen, weil die haben sich ja optisch nicht weiterentwickelt. Ja, ja. Und die sind auch nicht elektrifiziert, oder? Teils, teils. Also es fahren sehr viele Elektrifizierte rum und dann gibt's ja eben auch andere Marken, die, also Winter, die man vielleicht, diese Marke, die man bei uns eher aus Kindergärten kennt, weil sämtliche Kinderfahrzeuge von Winter sind und dieser Rollerfahrer da gefälligst auch wieder nach hinten soll. Das sind die coolen Fahrzeuge, die roten, ne? Da gibt's ja alles mögliche Sachen, wo du dich so rumzwirbeln kannst und so, ne? Die sind so cool, Mooncycle, wo es auch hochst und so, also die sind toll, da wünscht man sich entweder wieder Kinder zu haben oder ein Kind zu sein oder ein Erzieher oder eine Erzieherin oder was weiß ich, ja, also die Winter sind recht populär, die machen da eins, dann habe ich auch einige Trio-Bike gesehen, die ja früher dieses gefährliche Ding da gebaut hatten, wo irgendwie so ein Normalrad vorne an der Gabel Sachen reingeschraubt haben, aber mittlerweile auf eine ungefährliche klassische Konstruktion umgestiegen sind. Ja, die schon. Ankommen. Ja, ja, schon länger, ja. Die sind auch ganz nett. Die haben so eine Plastikkiste, ne? Ja, ja. Nihola. Damit fahren ja auch die Royals. Da fährt das Königshaus mit, genau, ja. Und da bin ich auch im Flagship-Store vorbeigelaufen. Muss ich kurz sagen, es in Kopenhagen, also die Stadt menschenfreundlich zu machen, ist ja eine Aufgabe der Stadtverwaltung und auch zu beleben ist eine Aufgabe. Es gibt dort den so ein Schlachthofviertel. An der Stadt, das war früher ein bisschen assi, Schlachthöfe, Bordelle oder und was weiß ich. Und das haben sie vor vielleicht, weiß nicht, vor einigen Jahren sind die Schlachthöfe rausgezogen an den Stadtrand. Und dann haben sie beschlossen, okay, dann bauen wir das, oder nicht bauen es um, sondern wir öffnen das und wollen das cool machen. Weiß nicht, ob cool die Idee war, aber wir wollen es sicher machen und wir wollen es schön machen. Und da sind wir auch hingelaufen und im Rahmen dessen habe ich dann gesehen, okay, oh, Butchers and Bicycles, was auch sehr populär ist. Ein Dreiradhersteller kennen vielleicht die ein oder anderen. Die hatten vor 10 Jahren wurden die hier einigermaßen populär oder so 8 Jahre ungefähr. Genau. Du schreibst, die gibt's seit 2010. Seit 2010 wurden die gegründet, was ja 14 Jahre sind dann, aber und damals in diesen, ja, die hatten auch Metzgereien da drin und wie auch immer. Also es ist nicht wirklich super schön, dieses Gebiet, muss ich sagen. Es sind aber jetzt überall so coole, hippe Läden drin, viel Cafés und Secondhand-Sachen und so. Und wird auch immer noch um- und angebaut. Dann daneben fängt schon ein bisschen die Gentrifizierung an. Aber die haben jetzt da, wo sie früher ihr Büro hatten, beziehungsweise ihre Entwicklung und Bau, da ist jetzt ein Flagship-Store drin. Und wir wissen, warum sie so heißen. Wir wissen, warum sie so heißen, genau. Ja. Butcher, weil in dem Meatpacking District, nennt sich es im Englischen, also da in dem Schlachthofviertel, da war eben der Butcher, der Schlachter, Metzger und das war eben so ein Ding. Also ich habe jetzt innen in dem Flagship-Store keine klassischen Fliesen gesehen, so wie man sich so in so einem Schlachthof vorstellt, die man schön aufspritzen kann, damit das und in der Mitte in so einen Abfluss das ganze Blut reinlaufen kann. Aber auf jeden Fall war es hochinteressant, bin auch dann mal bei tatsächlich strömenden Regen an diesem Tag an einen aktuellen Stand des Fahrrads gefahren, weil der Nikolas, mit dem ich mich kurz besprochen hatte oder unterhalten habe, der Leiter des Flagship Stores, hat erzählt, sie haben in den letzten Jahren ein paar Kleinigkeiten geändert an dem Rad. Das ist ein bisschen
ein bisschen kürzer geworden von der Geometrie, damit es für mehr Leute passt, hat einen höhenverstellbaren Lenker auch bekommen, weil wenn ich den Lenker unten habe, dann stoße ich mit den Knien am Lenker an. Da muss ich ein bisschen höher machen. Man kann da ein paar Sachen einstellen. Und dann gab es wohl auch tatsächlich firmenintern Änderungen, Wechsel, dass die Geschäftsführung gewechselt hat und auch die Entwicklung jetzt in Taiwan ist von dem Rad, also die Weiterentwicklung. Bin mal gespannt, was sich da so tut. Wir hatten nicht so viel Zeit, aber es war auf jeden Fall höchst spannend. Ich werd wieder mehr auf Butchers and Bicycles gucken. Was man ja auch bei anderen Lastenradherstellern sieht, dass es wichtig ist und was auch ein Teil der Neuentwicklung ist, auch bei vielen Rädern, ist Zubehör. Mhm. Also ein Fahrwerk ist das eine, so wie wenn du quasi ein Fiat Ducato hast und da Sachen drauf baust. Also meinetwegen jetzt natürlich Kindertransport, klassisch, denken wir vielleicht sofort dran, aber immer mehr auch Warentransport. Bei Butchers and Bicycles ist ja nicht groß das Rad, also da kann man jetzt keine riesigen Waren transportieren, aber eben zum Beispiel auch Hot Dogs oder sowas. Das geht natürlich, ne? Ja, oder natürlich was, wenn man es jetzt für einen privaten Gebrauch ist, dass du zum Beispiel Sachen transportieren kannst, also quasi Waren, Einkäufe, Bastelsachen, Sportausrüstung oder sowas. Ja, ja, klar. Und auf der anderen Seite Kinder, weil es geht ja nicht nur um Kinder, ne? Da muss ich zum Beispiel dieses neue von Riese und Müller, das kleine, das Carry, das hat ja wie, da gibt's eine, da kannst du erstens die Kisten vorne relativ leicht austauschen, glaube ich. Klar, musst Geld für ausgeben, aber das sieht halt eben nicht aus wie irgendwie mal schnell zusammengeklopft oder so, ne, sondern die sind halt speziell gemacht und da gibt's eins, das kann man so wie so ein Werkzeugkasten so auseinanderziehen. Das ist der Hammer, ne? Ja, und oben zuklappen, also wirklich, wirklich durchdacht und das geht halt, das ist was dann auch die praktische Anwendung besser macht, ne? Also wir erinnern uns, ich hatte ja so ein Johnny Loco Dreirad, ach Gott hab's selig, das wurde kaputt gefahren von dem Laster. Und da war ein kaputtgefahrenes Butchers and Bicycles war auch dort auf dem Laster kaputtgefahren. Ich hoffe, kommt öfter mal vor. Ich hoffe, dass in dem Fall auch niemand drauf saß. Nee, die Frau war unverletzt. Mhm. So war es ja bei mir auch. Kurven sind einfach zu eng manchmal. Und wenn da dein Lastenrad geparkt steht, dann knappt's halt ein bisschen. Ja, und da ist es so, da gab's ein recht schicke, so eine Abdeckung für die Kiste vorne. Und wir wissen, eine Abdeckung ist Pflicht, weil wenn das draußen steht, die Leute, die schmeißen ja ihren Kram da rein. Das ist ja wie ein Mülleimer. Und, ja, ja. Klar, und es regnet, hast deine McDonalds-Tüten drin. Ja, und es regnet natürlich auch rein. Also eine Abdeckung ist Pflicht, bis die da erstmal draufgekommen sind, irgendwann. Na, ist doch so. Und dann hatte ich irgendwie so eine Rennabdeckung schick für Kinder, da konnten die sich so reinsetzen und hatten irgendwie wie so eine kleine Scheibe dran. Aber halt, nicht so super praktisch. Und dann habe ich mir vom Schneider einfach eine Decke machen lassen, ne, mit einem Gummizug drin. So eine Persenning. So eine Persenning, genau, ja. Und sowas. Und wenn ich mir jetzt angucke, was meinetwegen Urban Arrow haben oder dann kommt, wie war das, Cube, die machen so ein Dreirad, oder? Hinten. Und mit Teleskop. Ja, und die kommen dann auf den Markt und die haben da ein komplettes Angebot mit verschiedenen Aufbauten für alle möglichen Zwecke, teilweise fragwürdig, aber immer, also wo man sich denkt, oh, da muss man ja irgendwie Werkzeuge für bauen lassen und so, ne? Also schon, ja, schon aufwendig. Das,
Es geht also so die Basis bei Butchers and Bicycles, die haben auch eine Persenning. Und ich weiß nicht, ob du da bei deiner dran gedacht hast, die haben in der Mitte eine Schlaufe, damit man kurz mal anziehen kann, um die Vogeltränke wegzukriegen. Weil das kennt man ja, ne? Die so eine Persenning füllt sich ja mit Wasser dann beim Regen. Da hilft, du kannst nichts anderes machen. Und da ist in der Mitte das Ding, ist eine Schlaufe, da ziehst du kurz an, dann läuft das Wasser ab. Also ich hoffe, ihr hört es, könnt das nachvollziehen. Aber es ist tatsächlich so, ja. Teilweise gibt es ja auch dann Versteifte, doof, die haben dann irgendwie Stäbe drin oder so, aber das hilft nicht unbedingt. Aber das ist eine clevere Idee. Ja, und einfach. Also, aber das ist eben tatsächlich neben dem grundsätzlichen Fahrwerk, also es ist ja, ein Lastenrad ist ja anders als ein Sportfahrrad, wo ein neuer Flipchip und neue Kinematik oder sonst wie. Also es ist ein Gebrauchsfahrzeug und wenn da der Rahmen mal fertig ist, dann sage ich, dann kann der 10 Jahre laufen oder sowas. Und bei Urban Arrow ja auch. Die haben, wenn man sich ein Urban Arrow erste Serie anguckt und die jetzigen, die sehen sich sehr ähnlich, aber da hat sich auch ziemlich viel getan, einfach auch was die Aufnahme, die Räderaufnahme, also die Ausfallenden angeht, massiv und aber das sind keine Revolutionen, aber drumrum wird eben dieses Angebot angepasst. Und was gibt's noch? An Dreirädern? An Dreirädern, also Nihola hatte ich ja gesagt, ich habe auch ein Trio-Bike, habe ich gesagt, Centurion, falls jemand in Dänemark ist und denkt, boah, da fahren viele Centurion-Räder rum. Mhm. Das sind nicht die aus Magstadt. Es gibt in Dänemark eine alteingesessene Firma, die Centurion heißt. Aha. Nur in Dänemark und Schweden verkauft wird, soviel ich weiß. Und weiß ich nicht, wahrscheinlich kann man sich auch die Namensrechte, weil Centurion ist ja, kann man sich vielleicht nicht schützen lassen. Ladzigler heißen die auf der B-File. Die Centurion macht klassischerweise das mit den Lastenrädern, ist nicht ihr Hauptgeschäft. Die haben wirklich ein breites Feld. Die stehen in der Stadt, stehen hauptsächlich, also auch günstige Räder. Mhm. In der Stadt stehen die überall rum, neben Rädern, die Mustang heißen, wo ich noch nie gesehen habe. Da steht ziemlich viel rum. Klassisch kennt man vielleicht auch SCO. Das ist eine dänische Firma, die auch so Bäckerräder. Gibt's die noch? Ja, die gibt's noch. Die haben in meiner Wahrnehmung den Long John erfunden. Kann sein, ich weiß es nicht, aber sie gibt's noch. Bin ich jetzt auch nicht in die Tiefe. Ich habe auch einen Black Iron Horse gesehen. Eins oder zwei, aber nicht viel. Also war ja auch nicht so lang dort und ich bin ja da gespalten. Mir gefallen sie ja gut, aber fahren tun sie scheiße. Können wir vielleicht in den Shownotes machen. Ich habe in der FAZ eine sehr hübsche Übersicht gefunden über Lastenräder und da sind Vor- und Nachteile drin und wenn man langsam fährt, ist so ein Black Iron Horse top. Ja, du kommst ja überall rum, du kannst ja fast auf der Stelle wenden. Mit dem Ding ist halt ein Stapler und genauso wie bei einem Stapler mit dieser Hinterradlenkung hast du das Problem, wenn du schneller fährst, weil dann wird's echt gefährlich. Steht da auch drin. Ah ja. Haben die auch festgestellt und das muss man wissen. Die haben aber ein anderes im Programm jetzt, ein klassisches auch. Aha. Bei Black Iron Horse, ja. Vernünftig. Ja, finde ich gut. Können die machen. Und vor allem eine Idee. Ich weiß gar nicht, die Idee des Black Iron Horse, naja, das war schon Lenken, aber es ist halt so, wenn du das elektrifizierst zum Beispiel, ne, dann ist das, wird das auch aufwendiger, ne? Ah, nee, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Nee, gehen wir nicht drauf ein, da kann auch jeder mal gucken. Aber weil du hast ja gesagt, die fahren hauptsächlich Dreiräder, fahren die dann auch? Nein, nicht hauptsächlich. Mhm. Aber viel. Jetzt bei uns kannst du die Dreiräder ja an der Hand abzählen, irgendwie in der Stadt. Wenn du überhaupt mal eins siehst. Oh, doch, hier gibt's schon welche, ja, in Köln. Liegt aber daran, dass Köln wahrscheinlich vielleicht klassisch schon länger, obwohl ich war ja auch recht früh dran mit meinem, aber
da wurden recht viel Babu verkauft zum Beispiel. Und die hatten ja anfangs recht viel Dreiräder auch. Also man sieht da schon einige. Ja, also in Stuttgart sehr wenig. Mhm. Da ist schon eher die Long John und dann eben jetzt auch die Long Tails und so Sachen. Was mir aufgefallen ist, beziehungsweise wieder eingefallen, was ja auch aus Dänemark kommt, aus Kopenhagen, sind Mate. Mhm. Die ja diese voluminösen Angeber Falträder für wenig Geld weltweit verkaufen wollten, was nicht so ganz funktioniert hat. Aber anscheinend gibt's es noch und die haben ja vor einer Weile ein wunderschönes SUV vorgestellt, nennen sie es, glaube ich, ein Dreirad. Ja. Und man kommt vielleicht nicht von irgendwoher vielmehr dann ein. Das weiß ich, ob sie eine Affinität einfach zu diesem doch praktischen Fahrzeug haben. Das Mate sieht toll aus, das Dreirad. Ich habe es nicht fahren sehen und weiß auch gar nicht, wie es um diese Firma steht aktuell. Ich glaube, sie haben irgendwie wieder Geld gekriegt oder sind aus der Insolvenz raus oder ich weiß es nicht. Mhm. Ja, das war es eigentlich größtenteils, muss ich sagen, weil du willst ja auch noch von deiner Urlaubsreise erzählen. Ja, eben, ne? Also ich war auch im Norden. Ach, aber eine andere Sorte Norden. Ja, ich überlege gerade mal. Naja, aber es ist, also ich war in der Bretagne. Mhm. Und ich war vor exakt 10 Jahren schon mal in der Normandie, was ja auch Nordfrankreich ist. Ouais. Und da war's schön. Und wir waren auch am Mont Saint-Michel übrigens. Also wenn irgendjemand da mal hinkommt, Mont Saint-Michel, das ist so eine kleine Insel. Ich glaube, die streiten sich drum, ob es zur Bretagne oder zur Normandie gehört. Die liegt vor der Küste und da kann man bei Ebbe hinlaufen, glaube ich. Und ansonsten geht ein Steg hin und das ist so eine kleine runde Insel mit einem Kloster drauf und ganz vielen Gebäuden drumherum. Also unbedingt besuchenswert. Wir waren nicht dort, weil wir waren da schon mal. aber was mir in der Bretagne aufgefallen ist, und der Name legt es ja auch nahe, da sieht's aus wie in Südengland oder in Wales. Also wir waren da an der Küste und es war die Côte Armor Rosé heißt die, glaube ich. Also die Marmorküste wird sie genannt, aber es ist Granit, also es sind überall Granitfelsen. Und die sind teilweise so rosafarben. Mhm. Und dann wir sind mit der Bahn hingefahren. Ihr seid auch mit der Bahn nach Kopenhagen, ne? Ja. Und also ich empfehle das. Also klar, auch über den Öresund, da ist ja so eine lange Brücke, aha, die Kopenhagen mit dem Festland verbindet. Ah, ja. Na, wir sind mit Eurostar und irgendeine Inui hieß der, also so ein TGV-Ding, mhm, sind wir bis in die nächstgelegene Stadt gefahren. Das ging prima, man braucht ein bisschen Zeit, aber wenn du da die ganze Strecke mit dem Auto fährst, das kannst du auch nicht an einem Tag machen. Und dort hatten wir dann einen Mietwagen. Mhm. Da gibt's eine eigene Geschichte dazu. Wenn ich dazu komme, erzähle ich die noch kurz. Ja, unser Apartment lag direkt am Strand. Ich verrate nicht, wo. Also, naja, es gibt da nicht so viele. Es gibt da kleine Strände und interessant, ja, irgendwie Freunde von uns hatten das mal entdeckt und da gibt es irgendwie 2 Apartments und da haben wir dieses Jahr eines davon bekommen, haben sie gemeint, oh, das ist da noch frei und so, ob wir nicht kommen wollen und dann haben wir das genommen und das ist wirklich, also naja, 6 Meter vom Strand entfernt
Und das ist nicht viel. Nee, und unser Apartment war quasi, also an unserem Apartment, das war so, war im Erdgeschoss, da ging direkt der Wanderweg dabei vorbei. Das ist der Zöllner Pfad. Leute, die wandern, kennen den vielleicht. Das ist Nummer GR34, also Grand Randonnée 34. Die sind nummeriert in Frankreich, die Fernwanderwege. Und der Zöllner Pfad heißt deshalb so, weil da wurde früher gern geschmuggelt und deswegen sind die Zöllner immer direkt an der Küste, an den Klippen entlang gelaufen und da hat sich halt ein Pfad gebildet, beziehungsweise haben sie den noch ausgebaut. Und wenn man da früh beim Frühstück sitzt, dann kommen Franzosen vorbei mit Rucksäcken. Und da stecken sogar Baguettes drin, ich schwöre. Und die wandern auf dem Pfad. Ne? Also da kannst du ja wochenlang wandern, also der ist sehr lang. Aha. Und wir hatten auch überlegt, ob wir das machen, quasi so eine Tageswanderungen zu machen, immer an diesem Pfad entlang und dann übernachten. Aber die Planung war mir zu anstrengend, weil ich hätte dann Unterkünfte buchen müssen und wir waren ja in der Hauptsaison, also eine Woche später haben, glaube ich, dann die Ferien in Frankreich angefangen. Also es war quasi Hauptsaison und da hat auch die Vermieterin von diesem Apartment gesagt, uiuiui, ist aber schlecht, da kurzfristig was zu kriegen dann. Und dann haben wir beschlossen, da einfach vor Ort zu bleiben und von da aus Sachen zu machen. Und da war ein kleiner Stand. Ach so, und auf der Fahrt dahin, ich habe ja gesagt, da sieht's aus wie in Wales oder in Südengland. Nur eine Sache kam noch dazu. Die stehen auf Hortensien. Also da gibt's Blumen. Du fährst da entlang und überall. Kennst du Hortensien? Du hast mir noch nicht mal dafür erzählt, das sind die mit den großen Köpfen. Oder? Ja, das sind so dicke Bobbel, die gibt's so in so rosa und so lila und die haben so Blumenkohl große Blüten und wachsen dann in großen Büschen, so dass du richtig ein Berg an Farbe hast, ne? Und die sind an jedem Haus, das ist der Hammer. Und also die müssen die stecken da auch Pflege rein, ne? Und dann fährst du da auf diesen sehr schmalen Straßen, die teilweise auch so ein bisschen eingeschnitten sind, wie in England, aber nicht also so. Wenn Gegenverkehr kommt. Ja, wenn du in Wales oder so Südengland unterwegs bist, die sind ja so richtig tief drin, wie so eine Bobbahn teilweise. Ne? Ach so, meinst du es, ja, ja. Ja, diese B-Roads. Ja. Und das ist da nicht ganz so schlimm, aber sind schon auch schmal teilweise, um dahin zu kommen. Und dann kommst du in eine kleine Ortschaft und buff, Hortensien-Explosion. Und dann fährst wieder weiter. Also das ist echt der Hammer, also wunderschön. Und die Vermieterin hat erzählt, dass die dort wohl auch länger blühen, also länger halten. Und du warst ja schon mal im Frühjahr dort, da hast du die gar nicht wahrgenommen, gell? Nee, also. Also, weil wenn die blühen, dann nimmst du das wahr, das geht überhaupt nicht anders. Ja, also. Wenn du ein Herz hast. Und Augen im Kopf. Ja. Oder wenigstens eines. Ja. Ja. Nee, hab ich nicht wahrgenommen, aber mir hat die Landschaft auch gefallen und Meer sowieso toll, immer. Ja. Anders als natürlich in Dänemark, da gibt's ja keinen Tidenhub, da gibt's ja keine Ebbe und Flut, ne? Aber bei euch schon, ne? Oh ja, und zwar ganz schön viel. Und also ich hatte mir das erste, was ich mir gemacht habe, ich habe eine Website gefunden, die heißt mare.info oder so. Und da werden halt die Ebbe und Flut und andere Parameter für jeden Ort an der Küste aufgelistet, weil das verschiebt sich ja täglich, also um eine Stunde oder so, das geht ja mit dem Mond. Und wenn der Mond von wie heißt das, neu
zu ganz geht, dann wandert die Ebbe mit. Und ich, das große das, Magnet. Ja, und das ist dieses Leben, also mit Ebbe und Flut, das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Also dieser Strand da vor uns zum Beispiel, der ist halt bei Flut sehr klein und bei Ebbe sehr groß. Und dann liegen die Schiffe, die liegen halt rum. Und ganz wichtig, mein Sohn war auch dabei. Und es gibt da so eine große Kaimauer im Hafen. Also Hafen ist schon fast übertrieben. Also ist halt so ein kleines, so, da liegen vielleicht 20. Eine Anlegestelle. 20 Boote liegen da vielleicht oder 30, so kleine Sportbötchen und Fischer gibt's da, glaube ich, keine. Und von dem kann man springen ins Wasser. Aber halt nur, wenn Ebbe ist, ne? Und also ich hatte tatsächlich dann habe ich mir noch die App runtergeladen. Ja, was ist dann bei Flut? Sind sie weg? Nur bei Flut. Sorry, okay. Genau andersrum, ja. Also nur bei Flut, weil dann steht's da im Hafen ungefähr 3 Meter tief und der Strand ist auch sehr kinderfreundlich. Da gibt's keinen Abfall, keinen prompten Abfall. Mhm. Der geht einfach flach nach außen hin, ne? So wie man es eben in der Normandie oder Nordsee ist wahrscheinlich ähnlich, ne? Da war ich noch nie. Und auch schön, ein Abschnitt vom Zöllner Pfad, da sind wir gewandert, den kann man abkürzen über den Strand, aber halt nur bei Ebbe. Das heißt, Und wir sind da und dann sind wir zu einem von da, wo wir waren, aus sind wir zu einem anderen Strand gewandert, der sehr schön war, der Plage Bonaparte hieß der, und da kam er aber nur bei Ebbe hin quasi, beziehungsweise nur bei wenig Wasser. Also das ist ja ein stetiger Verlauf, ne? Aber wenn da Flut ist, dann gibt's den Strand fast nicht mehr. Da sitzt du dann auf irgendwelchen Klippen rum. Das heißt, wenn du da eine Wanderung hinmachen willst, dann musst du das timen, wann du da hingehst, ne? Weil sonst kommst du dort an und dann ja, ist halt kein Strand mehr da, ne? Und wir kamen dann da an und also wir sind hin und zurück gewandert und wir mussten aber relativ früh zurück sein. Und dann sind wir hingewandert und dann war das Wasser ein bisschen draußen, dann gab es Strand und dann muss man aber schon mit seiner Decke oder seinem Handtuch immer wieder ein Stück zurück. Oder dann gibt's Leute und die picken dann mal Schuhe von Leuten auf, die am Strand stehen und stellen sie irgendwie ein paar Meter weiter in Richtung Land. Das ist ja nett. Ja, damit die nicht wegschwimmen. Und ja, das wäre ja dann hier Verunreinigung der Meere. Ja, ja. Also und eine Ladung Adidas drin ist. Und das gefällt mir, wenn man so da hast du irgendwie mit der Natur zu tun. Und natürlich habe ich dann eine App auf meiner Uhr gehabt. Die haben eine hervorragende Apple Watch App und die zeigt dir quasi in diesen, ich weiß nicht, da diese Komplikationen, ne, diese kleinen Dinger, die du aufs Zifferblatt setzen kannst. Na, ja. Die zeigt dir dann den aktuellen Stand für deinen Standort an zum Beispiel und dann kannst drauf tippen und dann siehst du, okay, in so und so viel Stunden ist wieder Flut und so. Echt tipptopp. Und die iPhone-App ist auch gut. Aber alle Leute dort haben ja irgendwie ihre Listen ausgedruckt oder so. Mhm. Bücher liegt irgendwo in einem Restaurant. Da gab es so einen Aufsteller und da gab es auch so eine Liste Marais zum Beispiel. Ja. Ja, das sieht ja ziemlich komplex aus. Erstmal, aber das sind halt einfach nur die Uhrzeiten und was, wo, wann und so. Genau. Und aber die leben halt damit und die wissen das. Die sagen dir dann auch, ja, aber wenn du dahin willst, musst du früher aufstehen oder du gehst später hin, sonst lohnt sich's nicht zum Beispiel. Ja, ne? Ja. Zum Beispiel haben wir einen Ausflug gemacht. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Einen Ausflug haben wir gemacht. Oh, da ist so eine. Das sind auch, wenn, da habe ich dir ein Bild geschickt, glaube ich, da gibt's so ein Haus, das zwischen zwei Klippen gebaut ist. Ja, ich erinnere. Da an der Küste, ja.
Und dieses Haus, das steht auf einer leichten Erhöhung. Und wenn Flut ist, dann steht es halt im Wasser. Und dann gibt es so verschiedene, mehrere Inseln, auf denen dann wieder Häuser stehen. Mhm. Und bei Ebbe sieht es auch schön aus. Aber ich glaube, bei Flut ist es noch imposanter, weil halt dann mehr Wasser zu sehen ist. Apropos Wasser, habe ich noch was davon. Ich weiß gar nicht, ob ich von meiner neuen Sonnenbrille oder Fahrrad-Sportbrille erzählt habe schon hier in dem Podcast. Ich glaube nicht. Naja, weil ich habe mir eine Sonnenbrille mit Korrekturgläsern machen lassen. Und Tönung, die ist selbsttönend, die ist verspiegelt. Und die hat so ein braun-rotes Glas und das tönt sich eben. Und ist die beste Brille, die ich je hatte, ne? Und die kannst du im Dunkeln aufsetzen. Beim Radfahren habe ich jetzt gemerkt, echt bei super schlechtem Wetter siehst du mit der gut. Okay. Und die schützt vor Regen und Dreck. Und ich kann damit auch noch besser sehen. Und ich hatte vorher, letztes Jahr, glaube ich, habe ich lang rumgetan und habe mir eine Sportbrille von einem anderen Hersteller anfertigen lassen mit so Clips drin. Unter anderem aus dem Grund, ja, weil da kann man ja dann die Gläser austauschen, die davor sind und andere reinmachen. Mhm. Klare Gläser, dunkle Gläser und wenn sie verkratzen und so. Das Problem daran ist, du hast halt quasi so zwei Ebenen und dann kommt halt irgendwie Dreck zwischen, hinter die Brille. Und ja, ja, mir ist das auch nicht sympathisch. Und die Clips, durch die du durchguckst, die siehst du halt immer. Du siehst den Rand von denen, ne? Und der Bereich ist halt recht klein. Naja, und jetzt habe ich mir eine von Evil Eyes machen lassen und ich kann die echt empfehlen. Das ist die kommen aus Österreich und die haben für Brillentragis, die kennen die Brillenmarke vielleicht auch noch. Die dazugehörige Brillenmarke heißt Silhouette. Kennst du die? Ah, okay, ja, ja. Und deren Sportmarke heißt Evil Eyes und die machen. Waren die nicht irgendwie bei Adidas mal dabei? Ja, die hatten eine Adidas-Lizenz, hat mir der Optiker erzählt, aber Adidas hatte irgendwie andere Ideen, was Brillen angeht. Und dann ist aber schon, ja, ist gar nicht so, ist ein paar Jahre her. Ja. Und irgendwie haben sie gedacht, ach, das müssen wir nicht haben. Und dann geht auch ohne Adidas. Ja, ja, und dann haben sie eine eigene Marke gemacht. Ja, und die werden in Österreich, ich glaube in Linz oder so, werden die produziert und die machen auch die Gläser dort. Und die gibt's tatsächlich mehr, also weil wenn du Gleitsichtgläser, das ist eine Gleitsicht, hast du gesagt. Ja, ja. Und das muss ja eingestellt werden, also beim Optiker, wo du deine Achse hast und so. Und das machen die? Ja, das macht der Optiker und die machen dir dann, und das dauert, das geht ruckzuck, der gibt die Maße durch. Und eine Woche später hast du die Gläser, ne? Und die haben, ich glaube, die haben ziemlich moderne Geräte, aber der Telefon, der kann bei denen anrufen und die passen das für dich an. Und das Lustige war, meine kam und ich muss schnell machen, die war falsch eingestellt, weil an meinem Glas unten ein Rand draufgeklebt ist. Oder so draufgesteckt ist, so ein Gummirand am unten. Und den haben die, du misst dann irgendwie den Abstand von unten zur Augenmitte. Ja, ja. Und wenn der halt, und der muss halt passen. Und der hat nicht gepasst, als ich die aufgesetzt habe. Und da hat er gesagt, oh, da haben die vergessen, den Rand da mit zu berechnen. Da hat er angerufen bei denen und haben sie gesagt, okay, machen wir halt neue. Und haben neue geschickt und die kosten ja echtes Geld, diese Gläser, ne? Also billig sind sie nicht. Was kosten die dann? Ich hab's vergessen, aber die Brille, das Gestell kostet irgendwie so 250 vielleicht. Also hier steht 299.
oder sowas, wenn das die... Meine heißt Elate NG. Ja, 2,99. Okay, also 300 Euro die Brille und ich habe knapp 800 für die komplette Brille gezahlt. Ja, ja. Wobei du links ja kein Dings brauchst, ne? Ja, aber viel mehr wird's auch nicht. Also das, ja, ja, das ist kein Riesen. Aber das ist trotzdem, ja, das normale Vielmannpreis, also Gleitsicht eigentlich. Ja, und günstig. Wenn Leute eine Gleitsichtbrille haben, die wissen ja, dass die auch Geld kostet. Und, ja, unbedingt. Und ich habe jetzt festgestellt, also im Vergleich zu Clips, das ist so viel besser. Also die sind super dick, meine Gläser, dieses Brillengestell, das hat so Entlüftungsschlitze drin, die sind quasi sinnlos, weil die dicken Gläser drüber sind. Okay. Aber sie beschlägt trotzdem kaum. Wenn, dann geht's ganz schnell weg. Und du kannst halt, weil da nichts dazu, weil das nicht doppelt ist oder so, kannst halt einfach auch mal schnell drüber wischen und die ist sauber. Ja, ja, das ist ja. Und ich hatte die auch zum Paddeln auf dem Meer an, zum Beispiel, und es war sehr angenehm. Ich hatte sie zum Schwimmen an. Und hast du dann eine Strippe dran? Ich habe gesehen, die hat irgendwie Löcher hinten in den Bügeln. Ja, ich hatte erst gedacht, nee, ich hatte das vorher schon. Ich hatte vorher schon so ein Brillenband mit Schwimmkörper. Das habe ich dann hingemacht. Das ging mir leider kaputt. Und dann hatte ich ein bisschen Bedenken, aber habe dann, als ich mit dem Kanu das Rollen versucht habe, habe ich dann in einem flachen Stück vom Strand gemacht. Okay. Ich habe mir jetzt neue bestellt, also es gibt aber dieses Loch, diese Löcher in den Bügeln, weiß nicht, wofür die da sind. Also es gibt ein Brillenband dafür, das steckt man aus Gummi einfach oben drüber. Mhm. Und da gibt's auch einen Schwimmkörper dazu, der ist leuchtrot. Und es gibt eine Face Mask. Ja, ja, habe ich auch gesehen. Ja, na, wenn du ins Gebirge gehst oder so, wo die Sonne runterknallt, na, oder du Aerodynamik haben willst. Aber das ist eher so, um Sonnenterrassen zu schützen. Also ich schätze, wenn, so wie bei Gletscherbrillen, also wenn du bei richtig knalliger Sonne, dann ist es sinnvoll. Also da ist ein Schutz, da ist die Nase zu, ist Plastik drüber und über den Wangen da, sind, ne, noch so Plastikteile drüber. Das kannst du alles hinbauen. Gibt auch Ersatzteile für alles bei der Brille. Wenn der Bügel kaputt ist, kannst du einen neuen kaufen und so. Also ist wirklich gut. Und ja, ich habe die zum Wandern auch aufgesetzt. Die sieht nicht ganz so blöd aus. Und ja, das ist ja die Gefahr, wenn du dir irgendwie so ein Oakley M-Frame oder sowas holst, dann siehst halt unter Umständen wahnsinnig cool aus. Es gibt Leute, die sind gemacht für sowas, ja, oder du siehst blöd aus. Also ich bin sehr zufrieden damit und passe natürlich auch ein bisschen drauf auf. Aber wir waren nur 2 Wochen in der Bretagne. Mhm. Ach so, übrigens für Leute, die da hinfahren wollen. Also wirklich ein super Tipp, wenn man es nicht gar so heiß haben möchte. Weil das Wetter dort ist sehr angenehm. Also es war irgendwie unter 30 Grad. Das Wasser ist okay warm, also hält man aus. Und ja, du kannst halt Sachen machen. Also es ist nicht super heiß und das macht das Ganze angenehm, finde ich. Du hast dir ein Boot geliehen auch, oder? Ja. Aber nur einmal. Beim zweiten Mal kam er irgendwie zu spät zum Bootsverleih. Ja, gut. Und surfen kann man da auch, ne? Also ich weiß, dass da, als wir dort waren, gab es ein paar Strände. Ja, also da, also wo so wir waren, da wo wir waren, da war kein Surfspot, aber so dann Richtung Westen dann. Es gibt ja auch, die Bretagne ist ja so eine Halbinsel und wir waren am Ärmelkanal. Und wenn du dann an die Ecke vom Atlantik gehst, da gibt's auch mehr Wellen. Also bei uns gab's keine Wellen. Wie ist das? Liegt es da auf der Strecke auch? Paris, Brest, Paris? Nee. Aber, weil Brest ist ja ganz am Ende. Genau, ja. Und da, wo wir waren, das war mehr Richtung Normandie dann, also so an der gegen, das war quasi gegenüber von Großbritannien, also Großbritannien und Kleinbritannien, ne? Und
Ja, das hängt zusammen. Interessante ja. Geschichte, kann man sich reinlesen, wenn man mag. Ja, das ist auch irgendwie, habe ich ja auch mitgekriegt, weil ich, als wir dort waren, bin ich ja gleich auch im Supermarkt einkaufen und habe dann auch geguckt, was gibt's denn da für Bier. Und es war jetzt nicht so prickelnd, was da ein Bier so gibt. Und da muss man dann gucken, dass man das Richtige findet. Und die sind, die haben ja zum Teil dann englische Bierbrautradition oder sowas da mit. Also da gibt's so Red Ale oder sowas oder Rouge dann in dem Fall, die irgendwie so aus England rüber kam. Also ganz interessant, die Hälfte habe ich allerdings schon wieder vergessen. Also ist kein Bierland. Ja, und dann gibt es natürlich Cidre, ne? Ja, eher Cidre. Ja, und da gibt es auch viel Apfelbäume. Also wir waren in einer Abbaye und die hatten alte Apfelsorten noch. Und die schmecken auch teilweise ziemlich unterschiedlich, die Cidres. Und man trinkt die aus, das kennst vielleicht noch, du trinkst die aus so Porzellantassen. Kann ich mich gar nicht erinnern. Wir hatten da so ein Ferienhaus und da stand auch eine Flasche Cidre drin. Aber jetzt Porzellantassen. Also im Restaurant, wenn du Cidre bestellst, dann kriegst du den in Kaffeetasse. Also sieht kaffeetassenmäßig aus, ne? So ein Schälchen mit einem Griff dran aus Porzellan oder nicht mal Porzellan, nee, so Steingut. Also Keramiktasse, ne? Mhm. Tradition. Na gut. Ah, ja. Aber hat aber nichts mit Prohibition zu tun, ne? Nee, glaube ich nicht. Okay, dann wollte ich noch weiter erzählen, weil ich hatte ja wir waren nur 2 Wochen dort, das Apartment gab's nicht länger. Und längerer Urlaub ist einfach besser. Aber dann habe ich gedacht, okay, danach muss ich hier noch was machen. Und dann habe ich ein paar Bikeparks bei mir in der Ecke ausprobiert, weil ich bin irgendwie in dieses Jahr noch sehr wenig zum Mountainbike-Fahren gekommen, weil teilweise war das Wetter immer scheiße. Und du kannst ja, also wenn ich in Köln, ich kann nicht einfach mich aufs Rad setzen und rausfahren. Also bis ich die Stadt verlassen habe, das ist schon weit und bis endlich Berge anfangen. Das war mir dann teilweise lästig. Und jetzt habe ich gedacht, okay, da schaust du mal Bikeparks an und einer, der relativ in der Nähe ist im Ahrtal, der wurde neu gebaut. Da habe ich im Winter und Frühjahr schon danach gespickelt, oh, wann wird denn der fertig und so. Und dann, den gibt's jetzt, ich glaube, seit 2 oder 3 Monaten hat der offen. Das ist der Ahr-Trail Park in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Name sagt mir ja was, wo auch immer ich den herkenne. Ja, Trailpark hast du vielleicht schon mal gehört. Und das ist also das. Nein, das Bad Neuenahr-Ahrweiler. Naja, das kennst du vielleicht. Ist doch Eifel, oder? Ja. Ist das schon. Und das kennst du halt von der großen Flutkatastrophe vor ein paar Jahren. Und da wird auch immer noch gebaut. Also wenn du durch Bad Neuenahr-Ahrweiler fährst, da gibt's noch Behelfsbrücken. Und so ist aber das meiste wieder aufgebaut. Aber das liegt ja ein bisschen höher, also es liegt im Wald und da hatte die Flut keine Auswirkungen. Aber natürlich, ist es trotzdem gut, dass irgendwie noch Geld übrig war, das zu machen, neben der Wiederherstellung nach der Flut, um sowas zu bauen. Ja. Und es hat irgendwie ein Radsportverein gibt's dort und die Rotarier anscheinend und die haben das noch mitgesponsert. Wer weiß, vielleicht gab's noch von woanders Geld. Und das ist ein schöner kleiner Trailpark. Ich hab einen Link mit rein. Der ist öffentlich, kostet kein Eintritt. Okay. Und du hast aber auch keinen Lift. Aber du hast ja ein E-Bike. Ja, und ich kann dir jetzt auch sagen, wie viel Höhenmeter ich mit einer Akkuladung im Boost-Modus schaffe. Weil ich war gestern dort, also genau, dann bin ich da hingefahren und habe das erste Mal ausprobiert, erstmal verfahren, weil da gibt's einen Parkplatz, aber
irgendwie die Apple-Karten und auch Google Maps haben da keinen richtigen Weg hin gewusst. Aber ich habe den dann gefunden, weil da ist noch so ein Waldkletter, so ein Kletterwald dagegen, so wie heißen denn die, wo man so auf Seilen rumklettert und so Zeug. Klettersteig. Na, nee, Klettergarten heißt. Quasi, wo du angeseilt bist und so und. Ja, ja. Und dann, da gibt's irgendwie so Familien- und Kinderunterhaltung auch in dem Wald. Aber das ist ja okay, ne? Ja, ja. Und weiter oben. Bis zu 12 Jahre oder so. An der Stelle kann man, also weiter oben gibt's auch noch schöne Naturtrails. Also dadurch habe ich den überhaupt erst gesehen, weil wir irgendwann mal im Frühjahr da mit dem Alpenverein fahren waren. Und man kommt da auch mit der Bahn hin, aber momentan nicht, weil die gerade repariert wird und da gibt's Schienenersatzverkehr und das geht nicht mit dem Fahrrad und es dauert zu lang. Ja, und du kannst auch nicht mit einem Prompt den Trail fahren. Na, es gibt einen, da es gibt so einen Flow-Trail, das könnte glatt gehen, ne? Also der geht so Richtung Murmelbahn. Ah. Und das könnte gehen, ja. Ja, und da gibt's, warte mal, 1, 2, 3, 4. 4 Trails haben sie gebaut. Und die starten alle so in ähnlicher Höhe und enden alle am gleichen Punkt. Und von diesem Punkt aus gibt's einen Weg nach oben, der war auch vorher schon da. Also da gibt's dann einen Waldweg nach oben und da kannst dann hochfahren. Und es ist ein Bikepark, also da gibt's dann kein Trouble mit Wanderern. Nee, da sind auch Schilder dort und Vorsicht, hier nicht wandern und dann am Einstieg ist immer ein großes Schild, was da kommt. Und ich weiß, habe jetzt noch nicht gehört, dass es da irgendwie Probleme gab, aber das ist extra so ausgeschildert. Und da gibt's eine Flowline und dann gibt's noch Enduro Single Trail und dann gibt's noch Downhill Trail. Den bin ich aber noch nicht gefahren, beziehungsweise nur ein Teil davon. Ich werde ja im Herbst auch einsteigen. Ist ja jetzt endgültig der Plan, dann komme ich dich mal besuchen. Ja, okay. Und ich habe jetzt, ich habe ein bisschen, bei meinem Carsharer gibt's ja auch Elektroautos und ich bin mit der Zoe hingefahren. Renault Zoe kennst du, oder? Ja, ja. Renault Zoe ist ja ein relativ kleines Auto, aber da passt ein Mountainbike rein. Also du kriegst es rein. Und da waren noch welche. Du musst halt vorher sauber machen, wenn du es eingetreckt hast. Ja, das ist ein kleines Problem. Als ich nämlich das erste Mal dort war, da habe ich so vorher, einen Tag vorher auf die Karte, auf die Wetter-App geguckt und da stand noch heute gewittert und morgen ist es trocken, oder bis morgen ist es trocken. Ja, und das hat sich aber dann von mir unbemerkt verschoben. So, dann war ich dort und dann hat es angefangen zu donnern und dann hat es auch angefangen zu regnen. Und man kann da auch bei Regen fahren, also das geht nicht sofort kaputt. Und ja, nur mein Rad war halt dreckig. Und da hatte ich ein bisschen, also und ich musste es tatsächlich dreckig ins Auto tun. War aber nicht so schlimm. Also ich habe es dann danach abgewischt. Allerdings werde ich mir wahrscheinlich über kurz oder lang einen kleinen mobilen Kercher zulegen. Ich habe das jetzt schon öfter gemacht. Und ich pack dann quasi meine Gear, meine Schutzausrüstung und so in einen großen Wanderrucksack. Und da kommt noch, ich habe so eine kleine, so eine Hip-Bag, die hatte ich mir vor längerer Zeit mal gekauft und mochte sie am Anfang gar nicht, weil ich irgendwie dachte, die liegt so schwer auf der Hüfte und schränkt ein. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und die ist ganz gut so um ein paar kleine Sachen, Snacks und hat auch ein Fach für eine Wasserblase dabei zu haben. Autoschlüssel. Gestern hatte ich einen Kangoo
der Autoschlüssel, da denkst du, da wäre der Hausmeister unterwegs, was da alles dran gehangen war. Ja gut, bei den Carsharing, da ist ja nochmal anders. Da ist ja dann auch irgendwie noch ein Sender, also irgendwie so, genau, Wegfahrsperre, die da drumherum baumelt oder sowas. Keine Ahnung, da ist nicht nur eine Zugangskarte oder sowas. So. Und dann war ich letztes Wochenende auch noch im Green Hill Bikepark. Mountainbikies haben vielleicht schon davon gehört. Der hat letztes Jahr aufgemacht und wurde gehypt und groß gelobt, weil die Strecken haben wohl die Leute gebaut, die auch den Whistler Bikepark machen. Kamen die aus Kanada hier rüber? Ja, genau. Ja, die waren dann irgendwie ein paar Monate hier und sind mit ihren Baggern rumgefahren und Schaufeln. Und der ist wirklich schön. Kann man nachlesen, kann man mal googeln auch. Da gibt's schöne Geschichten bei MTB News dazu. Mhm. Das ist irgendwie wohl eine Familie, die das macht. Und das war mal ein Skigebiet im Sauerland. Aber so richtig viel Schnee gibt's da nicht mehr. Aber es gibt halt ein Restaurant am Fuß und es gibt oben so eine Art kleine Alm, heißt das. Ich weiß nicht, ob die schon da war. Das Restaurant auf jeden Fall. Also das ist alt. Und es gibt einen Schlepplift. Ah. Und den Schlepplift haben sie so umgebaut, dass man mit dem Mountainbike hochfahren kann. Das nennt sich Easy Lock oder so. Da hast du wie so eine kleine Hand, die auf dem Vorbau drauf fasst und eine Kante, die unter den Vorbau sich einklemmt. Und kann man sich da dusselig anstellen, so weil klassisch Skifahren, Schlepplift, da fallen ja dauernd welche raus. Ja, kann man schon, aber ich habe niemanden gesehen, der irgendwie rausgefallen wäre. Also ich habe einen Kurs gemacht, immer empfehlenswert, finde ich, und da war auch eine Einführung in das System Lift dran. Neben dem Lift, das ist auch ganz clever, ist quasi dieses System zum Ausprobieren. Also da steht quasi, da ist so eine Liftrolle, wo du das rausziehen kannst und dann kannst gucken, wie du das auf dein Rad draufhängst und so, damit du das vorher schon mal ausprobieren kannst. Und weil mein Fahrrad so eine Art integrierten Vorbau hat, muss man den dort in der Werkstatt anpassen lassen, weil da hält der Easy Loop oder wie er heißt nicht. Der kann sich da nicht festkrallen. Und dann machen sie da einfach einen Kabelbinder mit einem Stück Fahrradschlauch rum. Und daran kann sich das dann festgreifen. Habe ich jetzt erstmal dran gelassen an meinem Rad. Ja, wenn es weiter nicht stört. Naja, und dann sitzt halt auf deinem Rad und lässt sich da hochziehen und guckst und. Also der ist geschottert, der Weg dann, wo du hochfährst. Und oben packst dann das Ding an und hakst es aus. Und dann kannst losfahren. Und was habe ich noch? Ja, genau. Also ich bin nicht viele Strecken. Ich habe mich so auf den leichteren Strecken umgesehen und bin die mehrfach gefahren. Das ist ja auch das Schöne im Bikepark. Da kannst du ja auch dann eben öfter fahren. Und gibt so Kleinigkeiten, was so aus der Praxis kommt. Unten am Lift ist wie so ein Geländer und da sind lauter Löcher drin. Da stecken die Leute ihre Flaschen rein. Ja, da steckt jeder seine Wasser oder Trinkflasche oder was auch immer ein. Damit weil die sonst rund raussegelt beim Downhill. Ja, weil die sonst raussegelt, ja. Oder das Downhill-Bike überhaupt keinen Platz dafür hat oder so. Ne? Ja, da kannst du es einfach unten lagern. Und das ist hochspannend. Wir steigen da ein andermal vielleicht weiter ein. Wir müssen zum Ende kommen, Hans. Ja, ich weiß. Eine tolle Geschichte. Mein Rechner rödelt hier noch nebenan. Ich wollte nämlich zu Kopenhagen noch zwei Dinge sagen. Okay. A, war auch wegen der Wasserqualität. Zu dem Zeitpunkt, als ich dort war gerade Ironman. Mitten in der Stadt große Tribünen aufgebaut. Also ist eine tolle Kulisse dort. Schwimmen dann von Kanal aufs Meer und Radfahren. Ironman Kopenhagen ist jedes Jahr im August. Wer
von unseren Hörern Iron Man Woman Ambitionen hat, soll sich das mal angucken, finde ich, weil es eine tolle Umgebung, tolle Stadt und gibt's wohl schon seit ein paar Jahren und ist eine spannende Strecke zum Schwimmen einfach auch, weil es im Meer, also ist nicht dort an der Ecke, wo jetzt ich war, da an der Waterfront, sondern ist der größte Stadtstrand dort in Kopenhagen. Also das angucken und ganz akut, 31. und 1. September dieses Jahr noch, ist das Kopenhagen Bike Festival, findet da statt. Also nächste Woche schon. Ist vielleicht ein bisschen kurzfristig, allerdings sind vielleicht Hörer aus Norddeutschland oder Berlin oder ist, sonst wo. Berlin ist ganz gut angebunden, glaube ich, und Hamburg. Ja. Ja, Berlin, Hamburg, da ist nicht so weit. Ich meine, du bist da wahrscheinlich dann in. Also von Hamburg aus sind es 5 Stunden mit der Bahn und von Berlin aus ist halt 1 Stunde länger. Ja. Aber ja, also das wollte ich noch erwähnen. Kopenhagenbikefestival.com zusammengeschrieben. Ich habe keine englische Webseite gefunden von dem Festival. Das ist dänisch, aber das ist ja egal. Google übersetzt es. Ja, oder mein Tipp, wenn ihr Mac-Nutzis seid, kann man das über. Ah Mist, das funktioniert nicht. Weil vielleicht geht's unter iOS, die Übersetzungsfunktion von Safari, wenn die angezeigt wird, dann probiert die mal aus. Das ist wirklich super praktisch. Ach so, vielleicht. Nee, ich habe es tatsächlich in Safari gemacht. Ich dachte, das macht irgendwie Google als Dienst, aber das war Safari, unten hat er übersetzen, Deutsch, was ging Deutsch und Englisch konnte ich übersetzen. Ah ja, und das war aber nicht am Mac, oder? Doch. Ah, okay. War Mac. Ja, ich finde das gerade, wird bei mir gerade nicht unten, angezeigt. Unten links war es, aber egal, kann jeder mal gucken. Vielleicht ist es für die einen oder den anderen noch spannend. Da gibt's auch Rennen und solche Sachen. Ja, und wenn ihr dort wart oder sowieso, dann erzählt uns mal von. Genau. Und wer vielleicht war sogar jemand beim Ironman. Bei uns im Hotel waren auch Leute, die haben natürlich ihre sündhaft teuren Karren damit hoch aufs Zimmer genommen. Ja, ist ja klar. Und das war's nur, was ich noch da nachreichen wollte. Ja, okay. Also, falls ihr dort wart oder falls ihr interessante Urlaubserlebnisse hattet, meldet euch, schickt uns eine E-Mail an podcast@fahrrad.io. Dann haben wir wir haben eine WhatsApp-Nummer, die ist in den Shownotes drin. Da könnt ihr entweder hinschreiben oder uns eine Sprache hinterlassen. Wir freuen uns. Na dann genieß deine letzte Urlaubswoche, Thomas. Du hast ja noch frei, ne? Ja, Woche ist gut. Naja, also den Rest der Urlaubswoche. Ja. Und ja. Dann wünschen wir euch Hörer noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas.